Early Startelf Prediction für die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land. Wir starten in der Gruppe A natürlich mit dem Gastgeber, mit unserer deutschen Nationalmannschaft. Und bevor wir direkt in die Prediction reinsliden, lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen. Julian Nagelsmann ist seit September 2023 im Amt, hat seither 6 Testspiele durchgeführt, davon 3 gewonnen, 2 verloren und 1 unentschieden. Vor allem die Niederlagen gegen die Türkei und gegen Österreich haben bei uns allen für einen richtigen Dämpfer gesorgt. Aber wahrscheinlich war genau das wichtig, denn seither hat Julian Nagelsmann radikal durchgegriffen, neue Spieler mit in die Testspiele gebracht und vor allem auch Spieler, die davor noch nie in der Nationalmannschaft waren. Also, wie wird Julian Nagelsmann am 14. Juni beim Eröffnungsspiel gegen Schottland ins Spiel gehen? Julian Nagelsmann hat sowohl beim Sieg gegen Frankreich als auch beim Sieg gegen die Niederlande in Frankfurt auf das 4-2-3-1 gesetzt. Gab es schon lange nicht mehr, dass die deutsche Nationalmannschaft zweimal hintereinander mit der gleichen Startelf angefangen hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das diesmal auch genauso aussehen wird am 14. Juni gegen Schottland, wenn sich denn keiner der Spieler verletzt oder ein anderer sich nicht noch krass in den Fokus spielt jetzt in den letzten Wochen der Saison. Für mich ganz klar im Tor steht Manuel Neuer. Er ist einfach der Torhüter überhaupt und er strahlt einfach diese Sicherheit aus. Wenn er sich nicht verletzt, wird er am 14. Juni im Tor stehen. Die Abwehr hat auch richtig überzeugt. Mittelstädt hat sich dafür meinen Geschmack richtig in den Mittelpunkt gespielt. In Frankreich hat das natürlich schwer gehabt. Dembélé ein richtig starker Gegenspieler. In Niederlande dann der Fehler zum 1:0, aber er hat es wieder gut gemacht. Hat einen Treffer gemacht und ansonsten sich auch wirklich ins Team reingebissen, sofort eingefügt und dafür, dass er ein neuer Nationalspieler ist, meines Erachtens richtig stark. Und an sich auch, wie Toni Kroos gesagt hat, ey, der hatte Mut, der hat nach vorne gespielt, hat sich viele Aktionen zugetraut. Und genau das brauchen wir auf der Linksverteidigerposition. Meines Erachtens, obwohl ich vorher gesagt habe, Benny Henrichs, hat er jetzt die Nase vorne. Im Zentrum mit Jonathan Tah und Antonio Rüdiger natürlich auch internationale Klasse. Jonathan Tah, da hätte man vor ein paar Jahren wahrscheinlich nicht gedacht, dass der mit Antonio Rüdiger hier in der Startelf ist. Für mich aber ganz klar, aktuell die zwei besten Innenverteidiger und auf rechts Joshua Kimmich macht stark, spielt auch bei Bayern auf der rechten Verteidigerposition und ich glaube, auf Joshua Kimmich können wir bauen. Seine Mentalität, wie Nagelsmann sagt, die brauchen wir in diesem Team. Dann kommen wir zum Mittelfeld. Da haben wir eigentlich schon ein Duo, das sich gezeigt hat gegen Frankreich und die Niederlande. Der Bodyguard von Toni Kroos, nämlich Robert Andrich, hat bei Leverkusen ja nicht immer gespielt. Am Anfang der Saison war Palacios eigentlich die 1 und er eher dahinter die 2 als Ersatzspieler. Hat sich aber voll in den Fokus gespielt, ist unglaublich laufstark, kann auch Fußball spielen, ist nicht nur ein kleiner Abräumer. Das ergänzt sich, glaube ich, auch sehr gut mit Kroos. Ich glaube, Kroos und Andrich, das funktioniert, das harmoniert. Das hat man auch in der Interviewreihe gesehen für die Icon League. Vielleicht habt ihr reingeschaut mit Eli Geller und Co. Und dann haben wir davor natürlich unsere glorreichen 3 oder eher 2, denn Wirtz und Musiala sind unsere Zauberer. Das hat Gündogan, der Mann in der Mitte, selber gesagt. Ich bin hier eher für die Balance zuständig, damit die zwei rechts Musiala, links Wirtz, die bekommen Freiheiten, wie Nagelsmann es gesagt hat. Sie sollen sich frei bewegen, den Gegner verwirren und die zwei, die finden ja immer mehr zusammen. Klar, in Frankfurt ist Musiala nochmal ziemlich viel rumgerutscht, aber das wird bei der EM hoffentlich auf jeden Fall anders sein. Die zwei harmonieren einfach, sind unfassbare Fußballer und ja, Gündogan, da gab es natürlich einige kritische Stimmen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Gündogan ja das ausgleichende, neutrale Element ist, der sich gut zwischen den Ketten bewegt und er muss dann selber gar nicht so krass in Szene setzen, sondern er kann einfach den Raum schaffen für Wirtz und für Musiala und ich glaube, dafür ist er wirklich wichtig und ich bin mir sicher, er wird sich von seiner Leistung auf jeden Fall nochmal steigern zu den zwei Testspielen, in denen er natürlich auch zu Recht ein bisschen kritisiert wurde, weil er da nicht so wirklich die tragende Rolle gespielt hat. Und davor Havertz, eine starke Saison mit Arsenal. Kann die Premier League noch gewinnen? Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt das Video aufnehmen, sind sie noch auf Platz 1 und wir drücken natürlich die Daumen, dass Havertz sich den Premier League Titel holt. Auch ein Spiel, auf den Julian Nagelsmann setzt, weil er so intelligent ist, weil er einfach einen hohen Fußball-IQ hat. Das wäre natürlich auch in der Kombination mit Wirtz, Gündogan und Musiala ein überragendes Quartett, kann man sagen. Die drei davor, die sich frei bewegen können, Havertz im Zusammenspiel. Dann haben wir natürlich auch noch Under von der Bank Füllkrug. Also in der Offensive sind wir stark. Wenn wir das schaffen, so kompakt zu spielen, wie es im Testspiel der Fall war, dann bin ich mir sicher, mindestens Halbfinale. Ich sage aber Finale. Und ich bin wirklich vom Hype-Level 8,5, 9. Ich bin heiß, dass es losgeht. 14. Juni in der Allianz Arena gegen Schottland. Ich sage, das wird auf jeden Fall so ein 2-0 oder ein 2-1. Das wird ein 2-0. So, jetzt seid ihr dran. Schreibt mal in die Kommentare rein. Was glaubt ihr? Wie weit kommen wir Deutschen? Ich weiß, der Optimismus fällt einigen noch schwer. Ich sage, wie gesagt, auf jeden Fall Finale. Haut euren Take mal in die Kommentare rein. Lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Startup Prediction Reihe. Vamos!